Dann möchte ich auch direkt ins Thema einsteigen. Der NSU-Komplex. Das ist ein sehr ernstes Thema heute Abend. Und wie ich finde, auch ein sehr erschütterndes Thema. Und ein sehr wichtiges Thema. Der eine oder andere hat vielleicht die Medienberichterstattung über den nationalsozialistischen Untergrund verfolgt oder auch den mehrjährigen Prozess verfolgt, der dann letztes Jahr zu einem Abschluss gekommen ist. Und für den einen oder anderen war damit die ganze Geschichte vielleicht auch wirklich abgeschlossen. Und das ist der Punkt, an dem wir heute Abend einhaken wollen und die Frage stellen wollen, ist das denn wirklich abgeschlossen? Und ich freue mich sehr, Ihnen unseren Referenten vorstellen zu dürfen, Herrn Dr. Nene Steinhardt, der wie kein anderer in diesen 5 Jahren des Prozesses die Beweise nicht nur gesehen hat, sondern auch sehen wollte. Er war nämlich der Anwalt der Nebenklage und hat 2 der Opferfamilien dabei vertreten und ist somit, sage ich, jemand, der wirklich die Befugnis hat oder eben das Wissen hat, über diesen Fall zu sprechen. Einen Applaus bitte für den Dr. Nene Steinhardt. Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich habe noch jemanden mitgebracht, Elliot. Also, ist mein Beschützer. Wenn er Quatsch macht, dann kann es nicht ändern. Sehr freundlich, dass Sie mich den Anwalt der Nebenklage nennen. Aber ich bin nicht der Anwalt der Nebenklage, sondern ein Anwalt der Nebenklage. Wir hatten im NSU-Verfahren eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus der Nebenklage, die sich unglaublich engagiert haben. Und wir haben hier in Frankfurt die Seda Bascha Yildiz, die nach meiner Ansicht die beste Strafverteidigerin ist, die ich jedenfalls kenne. Und ich möchte deswegen das auch klarstellen, dass es jetzt nicht so ist, dass da ein Anwalt da die Hauptrolle gespielt hat. Ich möchte jetzt nicht hingehen und das Verfahren rekapitulieren. Ich möchte Ihnen jetzt nicht ein juristisches Proseminar abgeben. Ich würde ganz gerne mich auf 2, 3 Themen fokussieren, von denen ich meine, dass die eine Bedeutung haben, die weit außerhalb des Gerichtssaales reicht, Themen, die bei denen es sich verbietet, in der Vergangenheitsform zu sprechen, Themen, die aktuell sind, ja, die Themen, die eine politische Bedeutung haben. Wir haben ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren gehabt. Es wurden über 900 Zeugen gehört, Sachverständige. Man sollte meinen, dass bei einem Verfahren, das über 5 Jahre gedauert hat, mit einer so umfangreichen Beweisaufnahme, dass da alle offenen Fragen oder die meisten offenen Fragen beantwortet worden sind. Ich meine, dass davon keine Rede sein kann. Ich meine, dass wesentliche Fragestellungen nicht beantwortet worden sind. Nicht, weil wir nicht die Möglichkeit gehabt hätten, diese Fragen zu stellen, sondern weil das ist mein Eindruck als Rechtsanwalt in diesem Verfahren, es von Seiten des Gerichts, von Seiten der Bundesanwaltschaft nur ein geringes Interesse gab, bestimmte Themen überhaupt behandelt zu sehen. Das sind keine nachrangigen Fragen, ja, wo man sagen könnte, gut, das ist jetzt nicht weiter tragisch, wenn wir das nicht rausbekommen haben. Man kann die offenen Fragen, ja, diese wesentlichen offenen Fragen in 3 Blöcke gliedern. Ich würde ganz gerne Ihnen einen Überblick geben, was offen geblieben ist, was auch so bedeutsam ist, dass auch nach dem Verfahren für meine Mandantinnen und Mandanten kein Rechtsfrieden eintreten kann, weil das wesentlich ist. Die erste Frage ist, wie groß war oder ist der NSU wirklich? Wenn man in die Anklageschrift schaut, die Anklageschrift wurde geschrieben von der Generalbundesanwaltschaft, dann ist die Antwort ganz klar. Der NSU bestand als Terrororganisation aus 3 Personen. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.
Nach dem deutschen Strafrecht braucht man für die Bildung einer Terrororganisation 3 Personen. 2 sind tot, Mundlos und Böhnert sind tot. Und damit ist nach Ansicht der Bundesanwaltschaft auch der NSU Vergangenheit. Mit einer Person alleine kann man keine Terrororganisation gründen oder führen. Und da 2 sich umgebracht haben, ist in dem Moment, als Mundlos und Böhnert starben, auch der NSU zu einem Ende gekommen. Das ist die These der Bundesanwaltschaft. Demnach sind diese 3 Personen im Januar 1998 in Jena untergetaucht. Dann waren sie für fast 14 Jahre von der Öffentlichkeit verschwunden. Und wie durch ein Wunder tauchten sie am 4.11.2011 wieder auf. Ich bin heute mit der Bahn hierher gekommen, aus Berlin. Auf dem Weg hierher musste ich 2-mal meinen Personalausweis vorzeigen. Als ich noch einen Zuschlag gekauft habe und vorher am Bahnhof schon, als ich mit Kreditkarte gezahlt habe. Ich erwähne das deswegen, weil ich es für ziemlich schwierig halte, in einem Land wie Deutschland 14 Jahre im Untergrund zu leben, ohne dass man irgendjemanden hat, der einen unterstützt. Jetzt sagt die Bundesanwaltschaft, ja, wir hatten es hier mit einem isolierten Trio zu tun. Isoliert. Aber nicht so isoliert, als dass sie nicht noch 4 Unterstützer gehabt hätten. Das gibt auch die Bundesanwaltschaft zu. 4. Das sind die 4 Mitangeklagten in München. Wolleben, Schulze, Gerlach, Emminger. Aber das war es dann auch schon. Wer nicht von 4 Unterstützern weiß, Minimum, dann würde ich eigentlich schon aufhören, von Trio zu reden. Aber was weiß ich schon, vielleicht ist mein Deutsch einfach nicht gut genug. Nun haben wir im Verfahren im Laufe der Jahre 25 Zeuginnen und Zeugen gehört. 25 Zeuginnen und Zeugen, keine Angeklagten, keine Beschuldigten, Zeugen, die ganz offen zugaben, Kontakt gehabt zu haben zu den Untergetauchten und denen auch geholfen zu haben. Geholfen zu haben mit Geld, mit gefälschten Ausweispapieren, mit Wohnungen, ja sogar mit Waffen. Diese 25 müssen Sie zu den 4 Mitangeklagten dazu zählen. Also wissen wir jetzt schon von mindestens 29 Personen namentlich, dass sie Kontakt gehabt hatten und Unterstützungshandlungen vorgenommen haben. Wie kann man bei einer Zahl von 29 Personen noch ernsthaft von einem Trio reden? Wie kann man noch ernsthaft davon sprechen, dass die alle Kontakte zu früher abgebrochen hätten und isoliert im Untergrund agiert hätten? Das ist grober Unfug. Diese Zahlen, 29 Personen, das ist nur ein Aspekt, der darauf hindeutet, dass diese Trio-These nicht überzeugend ist. Es sind auch andere Sachen, die eine große Rolle spielen. Und gestatten Sie mir, dass ich da ein bisschen in die Details gehe, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Ich habe mir die Tatorte allesamt angeschaut. Wir haben 10 Morde und wir haben 3 Bombenanschläge, von denen waren 2 angeklagt. Und wenn man sich mal die Tatorte anschaut, das Erste, was einem durch den Kopf schießt, jedenfalls mir, war die Frage, wie kommen die auf diese kleine Schneiderei von Abdurrahman Özdoğru in Nürnberg, eine kleine Seitenstraße? Wie kommen die auf die Tatorte? Jetzt sagt die Bundesanwaltschaft, naja, die hatten doch Zeit. Die sind halt so lange durch Deutschland gefahren, kreuz und quer, bis sie passende Tatorte gefunden haben. Theoretisch möglich, rein praktisch sehr ungewöhnlich. Erstens, die waren extrem vorsichtig. Extrem vorsichtig. Die sind in Zwickau mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, weil sie auf gar keinen Fall in eine Polizeikontrolle, Verkehrskontrolle geraten wollten. Die sind sehr vorsichtig gewesen. Wichtiger aber ist die Tatsache, dass die keine eigenen Pkw hatten. Die hatten keinen eigenen Pkw. Die haben für jede einzelne Aktion Fahrzeuge gemietet. Sie haben Fahrzeuge gemietet für die Banküberfälle und sie haben Fahrzeuge gemietet für die Morde. Und sie haben Fahrzeuge gemietet, wenn sie Urlaub machten. Das ist nicht mein Hund.
So, das Bundeskriminalamt hat von allen deutschen Autovermietern Unterlagen bekommen. Die haben alle angeschrieben, also die Polizei, und gesagt, welche Mietvorgänge sind Ihnen bekannt unter diesen und jenen Namen? Also die Namen Mundlosbürger Zschäpe, aber auch die Alias-Namen wie Emminger, Gerlach und die anderen Namen, die sie benutzt haben, um Fahrzeuge zu mieten. Und die Autovermieter haben eine lange Liste, einen dicken Stapel an Mietverträgen geliefert. In den Mietverträgen steht drin, wann ein Fahrzeug gemietet wurde, wann es zurückgebracht worden ist und wie viele Kilometer gefahren sind. Man hat also eine ganz, ganz lange Liste mit Daten. Zugleich wurden alle deutschen Hotels, Motels, Pensionen und Campingplatzbetreiber angeschrieben und gefragt, ob unter diesen Namen Mietvorgänge vorliegen oder Übernachtungsvorgänge. Und dann kam wieder so ein langer Stapel, großer Stapel mit Informationen. Nur erst aus dem Kopf gesagt. 2. August bis 26. August haben die gemietet einen Campingplatz auf Rügen. 2004, sagen wir mal. Und zugleich hat man einen Mietvorgang für ein Wohnmobil im gleichen Zeitraum. Dann schaut man auf der Landkarte kurz nach, wie weit ist es von Zwickau nach Rügen und zurück. Und dann hat man eine Kilometerzahl. Man schaut sich den Mietvertrag an und dann sieht man 1386 Kilometer, abgefahren sind 1412. Gut, dann sind sie noch ein bisschen in Rügen herumgefahren. Passt. Und so können Sie hinter jedem Mietvorgang einen Haken machen. Sie können einen Haken machen, weil Sie wissen, was Sie in der Zeit getrieben haben. Dass Sie Urlaub gemacht haben, eine Bank ausgeraubt haben, Menschen umgebracht haben, Bomben gelegt haben. Wenn die wirklich ihre Tatorte dadurch ausgesucht haben, dass sie nur durch Deutschland gefahren sind und zufällig Tatorte identifizierten, dann müssten wir viel, viel mehr abgefahrene Kilometer haben, die wir nicht zuordnen können. Haben wir aber nicht. Wir haben in Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, ein Tatort. Dort wurde Mehmet Turgut umgebracht. Das war ein junger Mann, ein Kurde, der arbeitete in einem Imbiss. Der Imbiss stand in einer Vorstadt von Rostock, in Rostock-Totenwinkel, am Ende einer Sackgasse. Links und rechts Plattenbauten. Wir hatten den Eigentümer des Imbisses als Zeugen in München. Für mich war wichtig die Frage, wie kam man auf diesen Imbiss? Der ist nicht im Zentrum von Rostock, sondern in der Vorstadt. Und dort am Ende einer Sackgasse. Wir hatten den Eigentümer des Imbisses als Zeugen. Ich habe ihn gefragt, sagen Sie, haben Sie eine Internetseite, einen Webauftritt? Dann hat der Mann gelacht. Er hat gesagt, wir sind ein Imbiss. Wir haben ja noch nicht mal ein Telefon. Und dann hat er gesagt, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie in irgendeinem Telefonbuch zu finden sind. Nein. Schalten Sie Anzeigen? Und sagt er, nee. Was wir machen, sind manchmal in den umliegenden Plattenbauten so Flugblätter einwerfen, wenn wir mal ein Angebot haben. Das war's. Das ist kein Ort, den man googeln kann. Nach der These der Bundesanwaltschaft müssten die 550 Kilometer hochgefahren sein, dann durch Rostock gekreuzt sein, dann in der Vorstadt landen und dann in der Sackgasse. Das Ausspähen, wissen, wann wer da ist, ermorden und wegfahren. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Lassen Sie mich ein zweites Beispiel nennen. Wir hatten in Köln 2 Bombenanschläge. Wir hatten einmal einen in der Kolbstraße, und wir hatten einen Anschlag in der Propsteigasse. In der Propsteigasse tauchte im Dezember 1998 in einem kleinen Lebensmittelgeschäft, das von einer Familie aus dem Iran betrieben wird, ein junger Mann auf. Der tat so, als wolle er einkaufen. Dann sagte er zu dem dort anwesenden Vater der Familie und der Tochter, die war damals 17, er hätte was vergessen, sein Geld vergessen, er käme gleich wieder, ob er sein Päckchen da lassen könnte. Kein Problem, er ging weg und kam nicht wieder.
Ein paar Wochen später, es war schon Januar, macht die Tochter des Hauses das Päckchen auf. Sie sieht noch einen Blitz und lässt es fallen. Das rettet ihr das Leben. Es explodiert und verletzt sich schwer. Die Polizei kommt und der Vater gibt eine Personenbeschreibung ab. Auf Grundlage der Personenbeschreibung wird ein Phantombild erstellt. Und das Phantombild passt nicht zu Mundlos und es passt nicht zu Böhnhardt. Es ist zu sehen, ein Mann, ein junger Mann mit lockigen, blonden Haaren, lang, rundes Gesicht, passt nicht zu Mundlos und Böhnhardt. Ein paar Tage später ist die Tochter vernehmungsfähig, die Polizei geht ins Krankenhaus und sie gibt auch eine Personenbeschreibung ab und die deckt sich weitestgehend mit der Beschreibung des Vaters. Wer ist dieser junge Mann, der die Bombe deponiert hat? Die Bundesanwaltschaft sagt, das war entweder Mundlos oder Böhnhardt. Dass die Zeugen eine andere Person beschrieben haben, ja gut, Zeugen irren sich halt. Zeugen irren sich. Das stimmt, der Zeugenbeweis ist der schwächste Beweis von allen Beweismitteln im Gericht. Aber man muss sich doch die sonstigen Umstände anschauen. Die Propsteigasse ist tatsächlich eine Gasse, eine kleine Straße. Da kommen keine zwei Autos aneinander vorbei. Das ist auch nicht im touristischen Zentrum Kölns, sondern man kommt am Hauptbahnhof an, Breslauer Platz, der Hinterausgang sozusagen, geht 2 Kilometer in Pampa und dann ist man da. Kein Ort, keine Straße, über die man stolpert. Das Interessanteste aber ist Folgendes. Die Familie stammt aus dem Iran, richtig, aber das war kein iranisches Lebensmittelgeschäft. Dort wurden keine iranischen Spezialitäten verkauft. Das war eher ein größerer Kiosk. Getränke, Zeitungen, Süßigkeiten, belegte Brote, Brötchen, da war eine Schule in der Nähe. Und auf der Schaufensterscheibe steht auch nichts von Iran oder Lebensmittel aus dem Iran. Da steht drauf, Getränke Gerd Simon. Das ist der Voreigentümer, dessen Name immer noch am Schaufenster stand. Nach der These der Bundesanwaltschaft müssten die beiden Männer, Mundlos und Böhnhardt, ins Auto gestiegen sein, in Zwickau, dann 450 Kilometer nach Köln. Dann entscheiden die sich dafür, in Köln nicht in die Gegend zu fahren, wo viele Migranten leben, sondern stolpern irgendwie in die Gegend, wo die Propsteigasse ist. Dann fahren die durch diese Straße, dann sehen die dieses Geschäft. Dort steht Getränke Gerd Simon. Dann überlegen die sich, Moment mal, das kontrollieren wir mal besser, ob da wirklich Gerd Simon hinter der Theke steht oder jemand, der ausländisch aussieht. Und das ist ein Szenario, das nicht überzeugt. Das überzeugt nicht. Da sind sehr, sehr viele Bruchstellen an der Stelle. Ja? Und dass diese Trio-These nicht überzeugt, das ist jetzt nicht ein Zweifel, der nur von den Nebenklageanwälten oder von manchen Nebenklageanwälten vertreten wird, sondern das ist ein Befund, der zum Beispiel durch alle Untersuchungsausschüsse oder viele der Untersuchungsausschüsse im Bund in den Ländern geht. Wir hatten NSU-Untersuchungsausschüsse im Bund und wir haben es in verschiedenen Bundesländern und immer wieder haben Politiker aller Parteien gesagt, die Trio-These überzeugt nicht. Petra Pau von der Linken, genauso wie Hartwig Wolf von der FDP, Eva Högel von der SPD, Clemens Binninger von der CDU sagte, die Bundesanwaltschaft darf Zweifel an der Trio-These nicht einfach auf Seite schieben. Und Clemens Binninger ist im Hauptberuf Kriminalhauptkommissar von der CDU. Ich meine, es ist kein Mann, von dem man annehmen würde, das ist einer, der in irgendeiner Weise übertreiben würde. Die einzigen, die noch voller Überzeugung sagen, Trio, sind die Damen und Herren von der Generalbundesanwaltschaft. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die diese Meinung ernsthaft vertreten oder ob das nur im Gerichtssaal so vertreten wurde. Und daraus ergibt sich natürlich aus diesem Zweifel erhebliche Komplikationen. Und erhebliche Folgen, Konsequenzen.
Ich gehe davon aus, dass es an den meisten, vielleicht an allen Tatorten, lokale Helfershelfer gab. Nazis, die Hinweisgeber waren. Nazis, die Menschen auf die Todesliste gesetzt haben. Dass der NSU fungiert hat als so eine Art Todesschwadron. Und wir wissen, dass bei einigen der Opfer es vorher Konflikte gegeben hatte mit lokalen Nazis, zum Beispiel bei dem, im Falle von Ismail Yashar, der in Nürnberg ermordet wurde. Und es fällt ja auch auf, dass bei den Taten es so regionale Schwerpunkte gibt. 5 der Morde fanden statt in Bayern. 3 davon in Nürnberg. Dort fand auch ein Bombenanschlag statt, der Taschenlampenanschlag. Das deutet für mich darauf hin, dass in manchen Gegenden es stärkere Netzwerke gibt, in anderen weniger starke. Aber dass es diese Netzwerke gibt. Und deswegen finde ich das so brandgefährlich, was die Bundesanwaltschaft macht, indem sie sagt, NSU, Vergangenheit, tot. Die Organisation ist so tot wie mundlosen Böhnert. Und ich finde, dass hier an dieser Stelle eine Scheinsicherheit geschaffen wird, eine Scheinsicherheit, die möglicherweise andere Menschen irgendwann mit ihrem Leben bezahlen. Und das halte ich für unverantwortlich. Ich habe meine eigene These, warum die Bundesanwaltschaft so stark darauf dringt, dass wir es mit einem kleinen, überschaubaren Kreis von Tätern und Helfern zu tun hatten. Ich hatte vorhin gesagt, es sind so 2-3 Themenkomplexe, die ich als offen beschreiben würde. Das erste war, wie groß war oder ist der NSU wirklich? Das andere ist die Frage, welche Rolle haben eigentlich deutsche Verfassungsschutzbehörden gespielt? Deutsche Geheimdienste des Bundes und der Länder. Und beide Fragen hängen eng miteinander zusammen. Wenn wir über die Verfassungsschutzbehörden sprechen, dann müssen wir über die V-Mann-Programme sprechen. Über all die Nazis, die Kriminellen, die Verbrecher, die nebenbei noch für den Staat arbeiten. Je größer der Kreis der Verdächtigen ist, je größer der Kreis der Mittäter und der Helfershelfer ist, umso sicherer stolpern sie auf den Staat, über den Staat, in der Person von V-Leuten. Mundlos Böhner Tschepe, die 4 Mitangeklagten in München und viele der 25 Zeuginnen und Zeugen, die ich eingangs erwähnte, die waren alle vorher Mitglied in einer anderen Neonazi-Organisation, in einer größeren Neonazi-Organisation, dem Thüringer Heimatschutz. Ich möchte ganz gerne am Beispiel des Thüringer Heimatschutzes die Rolle der Verfassungsschutzbehörden skizzieren. Der Thüringer Heimatschutz, gestartet in den 90er Jahren, Anfang, Mitte der 90er Jahre, galt als eine der militantesten und gefährlichsten Neonazi-Organisationen in Deutschland. Wie der Name schon sagt, aus Thüringen. Chef war Tino Brandt. Tino Brandt, Chef des Thüringer Heimatschutzes, war wahnsinnig wichtig für Mundlos Böhner und Tschepe. Er war ein enger Freund. Und das ideologische Vorbild von Mundlos Böhner und Tschepe. In der Spitze hatte der Thüringer Heimatschutz 160, 164 Mitglieder. Von denen waren bekanntermaßen, also jetzt heute bekannt, über 40 V-Leute. 25%. Wenn 4 Nazis zusammensaßen bei einer Tasse Kaffee, wenn 4 Nazis zusammensaßen bei Bier und soffen, war im Schnitt einer dabei, der anschließend am nächsten Tag der seinen V-Mann-Führer davon berichtete. 25% V-Mann-Anteil in einer gefährlichen Organisation, das ist hier schon sehr, sehr viel. Wie ich meine, erschreckend viel.
Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Sie müssten sich folgende Frage stellen. Wer wurde denn V-Mann? Wer wurde angeworben? Wen hat der Verfassungsschutz angesprochen? Nicht die vielen dauerbesoffenen Skinheads. Rekrutiert wurden die Macher. Die Typen mit Potenzial. Die Typen, die Demos anmeldeten, die Webseiten betreiben, Zeitungen herausgeben, die die Neonazi-Konzerte auf die Beine stellen, die wahnsinnig wichtig sind für die Finanzierung der Szene und für den inneren Zusammenhalt. Die Stützen der Nazi-Gesellschaft, da war der V-Mann-Anteil besonders hoch. Es macht ja auch Sinn. Aus der Perspektive des Verfassungsschutzes, wir geben Geld an jemanden und dafür wollen wir Informationen. Und je höher jemand in der Hierarchie ist, umso mehr Informationen kann man von ihm theoretisch bekommen, richtig? Deswegen, wenn man sich die Führungsschicht anschaut, die erste Reihe, die zweite Reihe des Thüringer Heimatschutzes, ich gehe davon aus, dass da der V-Mann-Anteil eben nicht bei 25% liegt, sondern eher beim Doppelten, vielleicht auch mehr. Wie gesagt, der Chef Tino Brandt war V-Mann. Je höher sie in der Regie kommen, umso mehr Wissen, umso mehr V-Leute. Und jetzt sagen die Verfassungsschutzbehörden, ja, wir hatten doch keine Ahnung. Die sind Januar 98 untergetaucht und dann hatten wir keine Ahnung, wo die stecken. Und das halte ich für eine geradezu unverschämte Lüge. Lassen Sie mich ein bisschen noch über das symbiotische, geradezu symbiotische Verhältnis von führenden Neonazis und Verfassungsschutzbehörden am Beispiel von Tino Brandt beschreiben. Mal die ganz einfache Frage, was hat der Verfassungsschutz für seine V-Leute so gemacht? Und was hat er dafür bekommen? Was hat er gemacht? Sehr viel. Erst einmal Geld. Es floss richtig viel Geld. Tino Brandt hat im Laufe der Jahre über 100.000 Euro bar auf die Kralle bekommen. Sein V-Mann-Führer hat ihn als sehr technikaffin beschrieben. Das bedeutet, wenn er ein neues Handy wollte, kein Problem, die kaufen wir dir. Sonstige technische Ausstattung kümmern wir uns. Diensthandy machen wir. Ich bin mir sicher, in diesem Saal sitzen viele Menschen, die schon mal was Gemeinnütziges auf die Beine gestellt haben. Hausaufgabenhilfe für Kinder aus sozial schwachen Familien, Seniorenbetreuung, sich um Flüchtlingskinder kümmern. Wenn man sich ehrenamtlich engagiert irgendwo, man hat doch immer das gleiche Problem. Man hat immer viel zu wenig Zeit, man studiert ja noch, geht zur Schule, hat eine Familie, arbeitet und man rennt dem Geld hinterher. Weil die ersten 5 Mal, die ersten 10 Mal, wenn man mit den Flüchtlingskindern was unternimmt, bezahlt man das noch aus eigener Tasche. Danach überlegt man sich, gibt es irgendein Amt, irgendeine Behörde, die ja vielleicht was dazu beisteuern kann. Und dieses Ressourcenproblem hatten und haben führende Neonazis eben nicht. Die bekamen so eine Art Deutschlandstipendium. Du kümmerst dich um deinen Nazi-Kram, wir halten dir den Rücken frei. Wenn ich jetzt sage, Tino Brandt über 100.000 Euro im Laufe der Jahre, müssen Sie sich Folgendes vergegenwärtigen. Es gab ja nicht nur einen Tino Brandt. Wir haben in Deutschland 16 Geheimdienste der Länder. 3 des Bundes, schon mal 19. Dann haben wir 16 Landespolizeibehörden. Die haben auch ihre V-Leute-Programme, ihre V-Mann-Programme. Bei denen heißt das nicht V-Mann, sondern V-Person. Insgesamt haben wir über 30 Bundes- und Länderbehörden, die V-Männer haben. Auch aus der Neonazi-Szene. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wie viele Millionen Euro werden Jahr für Jahr für Jahr für Jahr in diese Szene gepumpt. Missverstehen Sie mich nicht, wir hätten auch ohne die Verfassungsschutzbehörden genug Nazis in Deutschland. Es ist nicht so, dass es Nazis nur deswegen gibt, weil die Verfassungsschutzbehörden diese Programme haben. Aber ich bezweifle, dass wir es mit einer so großen, so militanten und so
selbstbewussten Neonazi-Szene zu tun hätten. Warum selbstbewusst? Ich hätte gesagt, haben die Verfassungsschutzbehörden für ihre Leute so gemacht? Geld, aber auch Schutz. Es gab eine schützende Hand des Staates über ihre V-Leute, über vierende Neonazis wie Tino Brandt. Gegen Tino Brandt, als er noch V-Mann wurden über 30 Ermittlungsverfahren geführt. Über 30. Keine Kinkerlitzchen. Propagandadelikte hoch und runter, Landfriedensbruch, schwerer, einfacher, Körperverletzungsdelikte hoch und runter. Alle Verfahren wurden nach Intervention der Staatsanwaltschaften, nach Intervention der Verfassungsschutzbehörden bei der Staatsanwaltschaft eingestellt. Tino Brandt bekommt einen Brief von der Staatsanwaltschaft, sie werden beschuldigt, das und das gemacht zu haben. Kommen sie zur Polizei, zur Aussage, muss er nicht, aber er bekommt dieses Schreiben. Irgendwann wird er vielleicht angeklagt oder auch nicht. In diesem Fall nicht. Denn was passierte? Tino Brandt bekommt die Vorladung von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft und rennt damit zu seinem V-Mann-Führer. Was macht der? Der geht hin zum Staatsanwalt und sagt, der Mann ist wichtig für uns. Und dann wird das Verfahren einfach eingestellt. Wie in einer Bananenrepublik des 16. Jahrhunderts irgendwo. Nein, vielleicht sollte ich nicht so schlecht über Bananenrepubliken sprechen. Aber wie kann das sein? Wie kann das in einem Rechtsstaat sein, dass Straftaten nicht verfolgt werden? Jetzt überlegen Sie sich doch mal, was das mit der Szene macht. Nochmal, Tino Brandt war nicht der einzige Schützling der Geheimdienste. Was macht das mit einer Neonazi-Szene, wenn führende Akteure das Gefühl bekommen, unantastbar zu sein? Ich kann tun und lassen, was ich will. Wenn es auch hart auf hart kommt, schützt mich der Geheimdienst. Diese Leute haben aus der Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz Kraft getankt, Selbstbewusstsein getankt. Und das halte ich für einen Wahnsinn. Lassen Sie mich mal dafür, für das Verhältnis V-Mann-Führer und Nazi, am Beispiel von Tino Brandt, ein, zwei Episoden schildern. Und sehen Sie es mir nach, dass ich hier ein bisschen ausführlicher bin, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das Verhältnis versteht. Tino Brandt sagte, der war dreimal vor Gericht in München, er war relativ gesprächig. Er ist vor über 10 Jahren von einer Zeitung in Thüringen geoutet worden als V-Mann. Daraufhin wollte weder der Verfassungsschutz noch die Nazi-Szene was mit ihm zu tun haben. Jetzt sitzt er im Gefängnis, zum ersten Mal angeklagt und verurteilt, ohne den Schutz des Verfassungsschutzes. Er sitzt im Gefängnis und wurde halt aus der Haftanstalt abgeholt und dann nach München gebracht. So, und dann wurde er gefragt, wie lief das denn ab so mit der Zusammenarbeit mit dem V-Mann-Führer? Wie lief das so ab, auch mit den Zahlungen und so weiter? Und dann sagte er, also alle paar Wochen bekomme ich einen Anruf auf meinem Diensthandy. Und dann hat mein V-Mann-Führer mir gesagt, wo ich hinkommen soll. Meistens waren das irgendwelche Parkplätze abends in der Dunkelheit. Da stand das Auto vom V-Mann-Führer und da ist er zugestiegen. So, und der V-Mann-Führer sagte dann immer als erstes, so was gibt's Neues, erzähl mal. Der wollte immer erst hören, bevor er das Geld zahlt. Und Tino Brandt sagte, naja, manchmal war es halt einfach so, dass seit dem letzten Mal nichts passiert ist und hatte ich nichts zu erzählen. Und dann war der V-Mann-Führer sauer und meckerte. Warum bezahlen wir dich denn, wenn du nichts zu erzählen hast? So, und Tino Brandt machte dann Folgendes. Wenn er wusste, am Donnerstagabend um 20 Uhr treffe ich meinen V-Mann-Führer und es hat sich nichts getan, worüber ich berichten könnte, dann habe ich am Mittwochabend Kameraden zusammen telefoniert und dann haben wir auf meine Kosten gesoffen, in Klammern das Geld vom Verfassungsschutz. Und dann sind wir losgezogen und haben Schaufensterscheiben von Dönerrestaurants eingeworfen oder Migranten zusammengeschlagen oder Punks. So, und am nächsten Abend bin ich dann zu meinem V-Mann-Führer. Was gibt's Neues? Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er es mal aufgeschrieben, der war dabei, wo war das? Und der war dann happy, weil er
was zu Bericht zu festzuhalten hatte. Und dann gab ihm auch das Geld. Der Verfassungsschutz hat ihn nicht losgeschickt, damit er Migranten angreift. Aber der Verfassungsschutz hat ein Anreizsystem geschaffen. Ein Anreizsystem geschaffen, das genau zu jenen Straftaten führte, die man doch angeblich verhindern will. Und das finde ich schon ziemlich irre. Und das finde ich so irre, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das dem Verfassungsschutz nicht klar war, was da passiert. Dass hier eine Szene stabilisiert wird. Dass hier eine Szene ein Anreizsystem geboten wurde, das dann zu solchen Taten führte. Lassen Sie mich eine andere Episode beschreiben. Tino Brand sagte, irgendwann abends klingelt es an meiner Tür. Ich mache die Tür auf und da steht mein V-Mann-Führer vor der Tür. Da war ich überrascht, weil, wie gesagt, wir treffen uns sonst immer auf irgendwelchen Parkplätzen nachts. Ich habe ihn reingebeten, die Tür zugemacht und das Erste, was er mir sagte, war, Tino, wir müssen aufräumen, du bekommst morgen früh um 6 Besuch. Da habe ich erstmal nicht verstanden, was er meint, morgen früh um 6 Besuch. Ja, morgen früh kommt die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss und durchsuchen deine Wohnung. Was war passiert? Die Polizei hat einen guten Job gemacht. Die hatte Tino Brand im Verdacht, Gewalttaten vorzubereiten und die haben ihn observiert. Das hat der Tino Brand nicht mitbekommen, dass er überwacht wurde. Und deswegen wusste er auch nicht, dass der zuständige Staatsanwalt beim Richter einen Durchsuchungsbeschluss beantragt hatte und das auch bekommen hatte. Erst als der Durchsuchungsbeschluss unterschrieben worden war, bekam das der Verfassungsschutz mit, dass da was läuft gegen Tino Brand. Es war aber zu spät, jetzt bei Gericht zu intervenieren. Und deswegen musste man die schädlichen Folgen minimieren. Also ging der V-Mann-Führer zu Tino Brand und warnte ihn, am nächsten Tag kommen die Bullen. Genau das hat er gemacht. Und was haben die beiden dann gemacht? Praktischerweise hatte der V-Mann-Führer auch schon einige Kartons mitgebracht. Da hat man dann alles reingepackt, was unter juristischen Aspekten problematisch ist. Propagandamaterial, Waffen, Namenslisten, alles wurde in die Schachtel gepackt und dann in den Kofferraum von V-Mann-Führer. Am nächsten Morgen um 6 Uhr klingelt die Polizei. Übrigens, die Polizei kommt immer morgens um 6. Und jetzt haben wir die Aussage des Polizeibeamten. Der sagte, ich habe da geklingelt morgens um 6 und die Tür ging sofort auf. Und da war ich überrascht, weil normalerweise morgens um 6, aus meiner Erfahrung, liegen die Nazis noch besoffen im Bett. Aber der war frisch geduscht, grinste, sagte, kommen Sie rein, Kaffee ist fertig. Und tatsächlich stand in der Küche schon Kaffee fertig. Und dann haben wir die Wohnung durchsucht. Und wir haben nichts gefunden. Und da haben wir uns noch gewundert. Dieser Polizeibeamte, der hat ein Eid geleistet auf unsere Verfassung, auf das Grundgesetz. Genauso wie der V-Mann-Führer, der auch Beamter ist im Sicherheitsapparat. Der hat auch ein Eid geleistet auf die Verfassung. Die Strafverfolgungsbehörden versuchen ihren Job zu machen und werden torpediert durch andere staatliche Behörden. Und man sollte meinen, dass wenn man das hört im Gerichtssaal, dass ja, ein Aufschrei durchs Land geht, dass die Leute sagen, Moment mal, wir dachten, alle staatliche Gewalt ist an Recht und Gesetz gebunden. Steht dann in der Verfassung 203, Artikel 203. Und jetzt haben wir Behörden, die genau das Gegenteil praktizieren. Die bewusst gegen das Gesetz verstoßen. Lassen Sie mich beim Kapitel Tino Brand zum noch einen Vorgang Ihnen beschreiben, den ich für ungeheuerlich halte. Tino Brand wurde natürlich im Gerichtssaal nach seinem Verhältnis zu den Untergetauchten gefragt. Und er sagte, ja, das waren enge Freunde und Kameraden. Okay. Haben Sie denn noch Kontakt gehabt zu den Untergetauchten nach dem Abtauchen? Und das hat er dann gesagt, ja natürlich, klar. Das waren doch Freunde und Kameraden. Tino Brand ist einer der 25 Personen, von denen ich vorhin sprach. Frage, wie haben Sie denen geholfen?
Naja, ich habe ihnen geholfen, erstmal eine Wohnung in Chemnitz zu organisieren. Für die erste Zeit. Und ich habe ihnen natürlich mit Geld geholfen. Ja, welches Geld? Ja, das Geld vom Amt. Und Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Mundlos und Böhnert Schäpel, die hatten am Ende viel Geld zur Verfügung, weil sie viele Banken ausgeraubt haben. Aber in den ersten ein Jahr, anderthalb Jahren pfiffen die finanziell aus dem letzten Loch. Da hatten sie noch nicht so viel Geld. Die brauchten Geld. Was haben sie gemacht? Die haben so ein widerliches, antisemitisches Drecksspiel entworfen, so basierend auf Monopoly, das nannten sie Pogromli. Da kam aber nur 90 Euro bei rum. Dann wurde auf einem Neonazi-Konzert für die Untergetauchten gesammelt. Da ging eine Büchse rum. Nochmal an der Stelle. Auf dem Neonazi-Konzert waren Pi mal Daumen wahrscheinlich auch ein Viertel V-Leute. An der Stelle kann man schon die Frage stellen, Moment mal, ihr von der Verfassungsschutzbehörde sagt, wir wissen nicht, wo die stecken, aber unter euren V-Leuten wurde Geld gesammelt. Wie kann es sein, dass ihr es nicht weiß? Aber egal, in diesem Fall kamen über 300 Euro zusammen und das hat dann der Kamerad, der das gesammelt hatte, unterschlagen und versoffen. Tino Brandt sagt, ich habe den Geld gegeben, das vom Amt kam und das Amt wusste das auch. Aha. Ja, ich habe vom Amt 2500 Mark bekommen und das Geld war bestimmt für die Untergetauchten. Das habe ich weitergeleitet. Wann war das? 99, 2000. In dieser Zeit, in diesem Zeitraum, haben die Untergetauchten für etwa 2500 Mark eine Cesca 83 gekauft, nebst 50 Schuss Munition. Und ich sage nicht, dass diese 2500 Mark die 2500 Mark sind vom Amt. Aber dass die Möglichkeit besteht, eine naheliegende Möglichkeit, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass es einen Aufschrei gibt und dass dem nachgegangen wird. Und stattdessen hat die Bundesanwaltschaft ständig im Saal so getan, als seien diese Fragen unstatthaft und hätten nichts mehr im Verfahren zu tun. Wir wissen, dass an dieser Stelle Tino Brandt nicht gelogen hat. Weil der Verfassungsschutz hat eingeräumt, dass er dem Tino Brandt 2500 Mark gegeben hat, bestimmt für die Untergetauchten. Die haben es zugegeben. Aber, jetzt halten Sie sich fest, der Verfassungsschutz sagt, ja, das Geld haben wir denen zwar gegeben, aber damit sollten sie sich doch keine Waffen kaufen. Wir haben ihnen das Geld gegeben, damit die sich gefälschte Ausweispapiere besorgen. Und wenn sie dann mit den gefälschten Ausweispapieren versuchen, sich ins Ausland abzusetzen, werden die an der Grenze festgenommen. Das ist die Storyline des Verfassungsschutzes. Ich bin kein Sicherheitsexperte, ich bin kein Verfassungsschützer und ich bin auch kein Polizeibeamter, aber bei dieser Schilderung fallen mir spontan so einige Aspekte auf. Erstens, ihr gebt das Geld an Tino Brandt, eurer Topquelle, der es weiterleiten soll an Mundus Cepin Böhnert. Richtig? Richtig. Wenn das denn so eine Topquelle ist, eine Quelle, der ihr so viel Geld gezahlt habt und die ihr über die Jahre so geschützt habt, wieso fragt ihr nicht einfach Tino Brandt, wo die stecken? Ja, vielleicht hättet ihr gelogen. Ja, aber dann macht doch das, was den Geheimdienst so macht. Observiert ihn doch. Aber die Idee, wir geben den Geld, dann gehen die hin und kaufen sich Ausweispapiere. Und dann irgendwann versuchen die aus der Landes zu kommen. Und dann erwischen wir sie an der Grenze. Das ist doch so Meschugge, das kann man doch nicht wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, dass das stimmen könnte. Ich glaube den Verfassungsschutzbehörden im Kontext des NSU kein Wort. Nichts. Gar nichts mehr. Ich glaube denen kein Wort. Es sind so viele Ungereimtheiten in diesem Kontext. Es wurde so viel gelogen. Es wurde so viel geschreddert, dass man das einfach nicht ernst nehmen kann, was da an Erklärungsversuchen kommt. Die Bundeskanzlerin dieses Landes hat eine sehr, sehr beeindruckende Rede gehalten im Februar 2012 und hat gesagt,
alle deutschen Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung. Wir werden alle Helfershelfer und Hintermänner finden und bestrafen. Während sie ihre Rede hielt, liefen Land auf Land ab die Schreddermaschinen. Sie liefen ab dem 11.11.2011 in Köln beim Bundesamt für Fastenschutz und zogen sich quer durchs Land. Wir wissen von mindestens 300 Aktenbeständen, die vernichtet worden sind. Und jeder Aktenbestand selber kann aus Dutzenden Akten bestehen. Alle deutschen Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung. Sieht so eine Aufklärung aus? Laut Gesetz müssen Geheimdienste von sich aus an der Aufklärung von Straftaten mitwirken. Die müssen von sich aus den Staatsanwaltschaften und den Gerichten Akten übergeben. Und davon kann hier keine Rede sein. Ich werde manchmal gefragt, sind denn Verfassungsschutzbeamte bestraft worden? Einer hat eine Geldstrafe von 3.000 noch was Euro bekommen, weil er zu dreist gelogen hat vom Untersuchungsausschuss, und das war's. Lassen Sie mich mal zum Umgang mit diesen Leuten Folgendes schildern. In Brandenburg fielen Anfang der 90er Jahre 6, 7, 8 Nazis über einen Menschen aus Afrika her. Der Mann wurde schwer verletzt, er lag auf dem Boden und die traten immer wieder mit Stiefeln auf seinen Schädel. Er hatte multiple Schädelbrüche, Lunge schwer verletzt. Dann haben sie den Mann zum Sterben in einen Teich geworfen. Ein Türsteher aus der nahen liegenden Disco hat ihn dann gerettet. So hat dieser Mann überlebt. Der Haupttäter war Carsten Schepanski. Nazi, wie man sich, wie aus dem Bilderbuch, aus dem braunen Bilderbuch. Schepanski bekommt 8 Jahre und noch was Haft aufgebrummt und kommt ins Gefängnis in Brandenburg. Dort bekommt er Besuch vom Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz heuert diesen Mann an, diesen Verbrecher, als V-Mann. Und während Schepanski, Piatto, im Knast sitzt, aus dem Knast heraus gibt er eine Neonazi-Zeitung heraus, die im Knast verteilt wird, neue Mitglieder werden geworben, aber auch außerhalb des Knastes. Dreimal können Sie raten, wie es ein Nazi, ein Herausgeber einer Zeitung, es schafft, seine Zeitung aus dem Knast raus auf den Markt zu bekommen, mit Hilfe des Verfassungsschutzes. Schepanski wird entlassen aus dem Gefängnis, 99, 2000, und das Erste, was er macht, ist Kontakt aufnehmen. Er nimmt Kontakt auf zu den Untergetauchten. Alle Verfassungsschutzbehörden, die Polizei, alle suchen ganz, ganz furchtbar nach Mundlos, Böhnert und Schäpe und finden die nicht. Aber anscheinend kann jeder Nazi, kaum ist aus dem Knast, Kontakt aufnehmen. Was macht er dann? Er bietet seine Hilfe an. Er sucht nach Waffen für die Untergetauchten. Er hat auch ein Diensthandy und schickt so SMS herum. Wo bleibt die Wumms für diese Reihe? Wo bleibt die Schusswaffe? Der Verfassungsschutz Brandenburg sagt, ja, wir wussten nichts von diesen SMSen. Komischerweise wurde dieses Diensthandy vor 2 Jahren gefunden. Da waren die SMS immer noch drauf. Wo hat man es gefunden? In einem Tresor des Verfassungsschutzes Brandenburg. Da lag dieses Handy mit den SMSen. So, Preisfrage. Der V-Mann-Führer von Schepanski, der Beamte des Verfassungsschutzes Brandenburg. Wie hart ist er bestraft worden? Nun, er ist versetzt worden oder wechselte das Bundesland. Er ist von Brandenburg nach Sachsen gegangen und dort wurde er Präsident des Verfassungsschutzes Sachsen. Der Mann ist jetzt Präsident des Verfassungsschutzes. Ganz ehrlich, das sind die Momente gewesen, wo ich mich wirklich verarscht vorkomme. Wo ich mir im Saal die Frage gestellt habe, ob ich nicht einfach nur Komparse bin in einem schlechten Stück. Komparse. Nicht wirklich ausgestattet mit der Möglichkeit, den Dingen nachzugehen.
Beweisanträge, die das Gericht auch als solche behandelt hätte. Aber dort, so dass man anschließend sagen konnte, ja, die Opfer waren doch angemessen vertreten. Die Verfassungsschutzbehörden sind nicht Teil der Lösung, sondern so, wie die sich jetzt präsentieren, Teil des Problems. Und ich glaube, dass dieses Problem ganz, ganz viele Aspekte hat. Es ist nicht so, dass beim Verfassungsschutz so drei Nazis mit Dienstausweis zusammenkommen und sich sowas aushecken. Ja? Ich glaube, dass Grund für den NSU es den einen Grund für den NSU-Debakel nicht gab. Da gab es Beamte, die einfach einen schlechten Job gemacht haben, die geschlampt haben. Andere wiederum, die eine Nähe hatten zu den Vorleuten, die sie betreuten, mit denen sie dann angeln gingen und solche Sachen. Keine kritische Distanz. Aber ich glaube, das Hauptproblem bei den Verfassungsschutzbehörden ist einfach, dass die Gefahr von rechts nicht als Gefahr wahrgenommen wird. Ralf Giordano, der Schriftsteller aus Köln, hatte mal gesagt, für Leute im Sicherheitsapparat sind Nazis so wie so etwas ungezogene Verwandte, die mal über die Stränge schlagen. Und die Frage ist, hat sich das geändert nach dem NSU? Ich glaube nicht. Ich hatte vorhin gesagt, es sind so zwei, drei Blöcke offener Fragen. Wie groß war oder ist der NSU wirklich? Die Frage nach der Rolle von Verfassungsschutzbehörden. Bei den Verfassungsschutzbehörden vielleicht noch ein letztes Wort, weil wir hier in Hessen sind. Wir hatten in Kassel eine Polizeibehörde, die einen guten Job gemacht hat bei der Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat. Die Kasseler Polizei ist die Ausnahme unter den Polizeibehörden in den anderen Ländern. Wir hatten in Kassel bei der Ermordung von Halit Yozgat einen Beamten am Tatort, Andreas Temme. Der war einige Male als Zeuge geladen in München, der war auch da. Und er hat von der ersten bis zur letzten Sekunde gelogen. Ich glaube dem Temme kein Wort. Kein Wort. Und das Traurige ist nicht die Lügnerei von Temme, der immer noch Beamter ist, sondern der Umgang der Politik damit. Angefangen bei dem Ministerpräsidenten, der damals als Innenminister des Landes Hessen eben nicht die polizeiliche Aufklärung gefördert hat, sondern eher behindert hat, bis zu dem Umgang heute. Wie kann es in einem Rechtsstaat sein, dass relevante Akten, wichtige Aktenbestände einfach klassifiziert werden als geheim und dann verschlossen werden für 120, 140 Jahre. Das ist für mich nicht nur ein Schlag ins Gesicht aller derjenigen, die aufklären wollen, sondern auch ein Schlag ins Gesicht der Opferangehörigen, denen man ganz klar sagt, pass mal auf, wir haben hier staatliche Interessen, die sind viel, viel, viel wichtiger als euer Interesse daran zu erfahren, warum der Bruder abgeknallt wurde, warum der Vater abgeknallt wurde, warum der Ehemann zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. All das spielt keine Rolle. Die staatlichen Interessen sind wichtiger. Und ich bin nicht aus Hessen. Aber ich habe irgendwie gehört, hier gäbe es eine Koalitionsregierung, wo noch die Grünen an der Macht sind. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn die Union in Hessen schon nicht so ein überbordendes Aufklärungsinteresse zeigt, dass zumindest die Grünen das ersetzen. Aber davon kann leider keine Rede sein. Wissen Sie, das ganze Idee hinter einem Strafverfahren ist ja, dass am Ende Rechtsfrieden entstehen soll. Die Menschen sollen sagen, es ist Schlimmes passiert, aber der Staat hat alles getan, um aufzuklären. Wie soll denn so ein Rechtsfrieden entstehen, wenn wir ein solches Gebaren staatlicher Organe haben? Staatlicher Stellen wie hier in Essen. Ich halte das für skandalös. Und ich hätte mir von den Grünen, auch von der CDU mehr erwartet in diesem Land. Und vielleicht ist das der Fehler von mir, dass ich mehr erwartet hätte. Ich hatte gesagt, zwei, drei
große Blöcke, lassen Sie mich zum letzten kommen. Wie groß war oder ist der NSU wirklich, die Rolle von Verfassungsschutzbehörden? Das letzte ist Rassismus. Und Sie werden überrascht sein, dass der Rassismus in all seinen Ausprägungen relativ selten Thema war in München. Die einzigen, die über Rassismus sprechen wollten und thematisieren wollten, waren Vertreter der Nebenklage. Die Bundesanwaltschaft hat natürlich pflichtschuldigst auf den Nazi-Hintergrund der Angeklagten und auf deren Fremdenhass hingewiesen. Wenn da Zeugen waren, konnte man auch mal nachfragen in diese Richtung, aber bitte nicht zu viel. Was nicht erwünscht war, war der Rassismus in den Behörden, der Rassismus unter Polizeibeamten. Es gehört zur bitteren Wahrheit, dass diese Menschen gestorben sind wegen des Rassismus und dem Hass in den Herzen der Nazis, aber auch rassistischer Stereotype, rassistischer Vorstellungen der ermittelnden Polizeibehörden. Ausnahme, nicht ausschließlich, nicht zu 100% perfekt, aber die Polizei in Kassel hat auch Fehler gemacht, aber nicht so gravierend wie im Vergleich zu den anderen Morden. Wissen Sie, bei dem NSU-Morden, die fanden ja statt in verschiedenen Bundesländern, verschiedenen Städten. Nürnberg, München, Kassel, Dortmund, Hamburg, Rostock. Was man machen kann ist, was wir auch gemacht haben, ist sich anzuschauen, was haben die Polizeibehörden vor Ort als erstes gemacht? In welche Richtung sind die gelaufen? Dadurch, dass wir die Morde an verschiedenen Orten in verschiedenen Bundesländern haben, konnte man das vergleichen. Und was man feststellte ist, dass die Polizeibehörden, obwohl sie unabhängig ermittelten, wie Fische in einem Schwarm, ohne direkte Kommunikation untereinander, in eine Richtung schwommen. Mit Einschränkungen auch in Kassel. Bei dem Vergleich der polizeilichen Ermittlungen kann man ganz klar drei Aspekte erkennen, die an allen Tatorten am Ende bestimmend waren. Erstens, von der Sekunde 1 an wurden die Opfer kriminalisiert. Von der Sekunde 1 an. Und zwar ohne, dass es dafür eine sachliche Berechtigung gab. Lassen Sie mich am Beispiel von Enver Şimşek das beschreiben. Enver Şimşek stammte aus der Türkei, lebte in Schlüchtern in Nordhessen, hatte den Blumenhandel mit seiner Frau aufgebaut. Im September 2000 stand er mit seinem Blumenstand an einer Bundesstraße knapp außerhalb von Nürnberg. Und dort wurde er angeschossen. Das ist das einzige Opfer, was nicht sofort starb. Er lebte noch einige wenige Tage, im Koma und verstarb dann. Der Mord ereignete sich am Samstag gegen Mittag. Und schon kurze Zeit später sprach die Polizei in einer Presseerklärung davon, dass hier möglicherweise eine Abrechnung im Drogenmilieu stattgefunden habe. Jeder Mensch in diesem Land, der sich nicht beruflich mit der Polizeiarbeit beschäftigt, wird doch sich denken, wenn die Polizei sagt, möglicherweise eine Abrechnung im Drogenmilieu, die wird schon irgendwas wissen. Die werden schon irgendwelche Anhaltspunkte haben. Aber die Wahrheit ist, es gab keine Anhaltspunkte. Es gab gar keine Anhaltspunkte. Das einzige Anhaltspunkt war, da liegt ein toter Mensch türkischer Abstammung und dieser Mensch kann kein Opfer sein. Was dort passierte, war postmortales Racial Profiling. Das Kriminalisieren des Opfers hatte Folgen. Überlegen Sie mal Folgendes. Mundlos Böhner Zschäpe, Kernduo, Kern des NSU.
Die sind nicht in den Untergrund gegangen und hatten eine feste Strategie, was sie jetzt machen. Die haben ziemlich opportunistisch gehandelt. Im September 2000 wird Enver Şimşek ermordet. Im Juni 2000, also 3 Monate vorher, waren Mundlos Bülent Çepe in Begleitung von weiteren Personen, die bislang nicht identifiziert sind, in Berlin. Was haben sie da gemacht? Sie haben eine Synagoge ausgespäht in der Rankestraße. Ein Polizeibeamter, der als Objektschützer eingesetzt ist, im Juni 2000, dem fallen Mundlos Bülent Çepe und die anderen Personen auf, weil die mehrfach an der Synagoge vorbeigehen und dann sich schräg gegenüber in ein Café setzen. Er hat sie nicht erkannt. Aber abends macht dieser Beamte den Fernseher an und sieht einen Fahndungsaufruf. Mundlos Bülent Çepe. Am folgenden Tag ruft er direkt bei seinem Chef an und sagt, ich habe die heute gesehen bei der Synagoge. Frau Çepe hat übrigens zugegeben, dass sie in Berlin gewesen sei. Aber sie hat gesagt, nur um mal rauszukommen aus Chemnitz. Sozusagen touristisch. Naja, jedenfalls sind die da vor der Synagoge. Was sehen die? Wachleute, Kameras, Poller. Die Synagoge ist aus gutem Grund gut gesichert. Ich bin davon überzeugt, dass die in diesem Moment sich überlegt haben, ein Angriff auf eine Synagoge ist zu riskant. Lass uns Menschen umbringen, die nicht geschützt sind. Mundus und Böhnert begehen die Tat und fahren zurück nach Zwickau. Am nächsten Tag, am Sonntag und am Montag schauen sie in der Zeitung nach. Was schreibt denn so die Presse über den Mord? Wir wissen, dass die nachgeschaut haben, weil in der Frühlingsstraße in Zwickau, dem letzten Unterschlupf, wurde das sogenannte Zeitungsarchiv gefunden. Da hatten die feinsäuberlich Artikel ausgeschnitten, Artikel über die Morde, Artikel über die Bombenanschläge. Und auf einigen fand sich die Fingerabdrücke von Frau Çepe, die ja von all dem nichts gewusst haben will. Jedenfalls, ich stelle mir das so vor, die lesen das wesentliche Artikel durch, die waren hochnervös, wenn es der erste Mord war, und es spricht einiges dafür, dass es der erste Mord war, denn die haben über 10-mal geschossen, was für die Nervosität spricht, ohne dass Enver Şimşek sofort starb, und bei den folgenden Morden wurde die Zahl der abgegebenen Schüsse immer kleiner. Die hatten eine Lernkurve. So, die müssen nervös gewesen sein. Dann machen sie die Zeitung auf. Was steht da? Das Opfer wird von der Polizei beschuldigt, ein Drogendealer gewesen zu sein. Das muss doch für die gewesen sein wie Ostern, Weihnachten, Jugendweihe, keine Ahnung, alles auf einmal. Jetzt haben sie einen Türken umgebracht und die Polizei kriminalisiert den Toten. Die müssen sich doch in ihrer Strategie bestätigt gefühlt haben. Wir haben im Gerichtssaal 140, 150 polizeiliche Zeugen gehört, die damals mit den Ermittlungen betraut waren. Von denen hat sich ein einziger umgedreht und hat den dort sitzenden Halbwaisen und Witwen gesagt, es tut mir leid, was wir damals mit euch gemacht haben. Und dabei hat er geweint. Und vor diesem Beamten habe ich Respekt. Alle anderen saßen da ganz breitbeinig und taten so, als sei das, was sie damals gemacht hätten, haben vollkommen in Ordnung gewesen. Und dabei wurde auch munter gelogen. Da der Satz, der immer wieder fiel, war, ja, wir hatten doch keine anderen Hinweise. Und dieser Satz ist eine Unverschämtheit und eine Lüge zugleich. Zu sagen, wir hatten doch keine anderen Hinweise, impliziert, dass es Hinweise auf Drogenhandel gab. Die gab es aber nicht. Die existierten nur in den Fantasien der Ermittler. Vor allem stimmt es gar nicht, dass es keine Hinweise gab. Als Enver Şimşek ermordet wurde, haben sich 3 Personen bei der Polizei als Zeugen gemeldet. 3. Die haben sich damals bei der Polizei gemeldet, im Jahre 2000, und die haben wir nochmal gehört in München als Zeugen. Lassen Sie mich mal nur die Zeugenaussage eines Zeugen beschreiben. Der sagte, es war ein ziemlich warmer Tag für den September, deswegen hatte ich meine Fenster auf von meinem Auto. Ich bin an der Stelle auch nicht schnell gefahren, weil da wird manchmal geblitzt. Beim Vorbeifahren sah ich an so einer Parkbucht, so Schotterparkplatz, dahinter so ein kleines Wäldchen. Dort sah ich einen Tapeziertisch. Da war ein Eimer drauf. In den Eimern waren Blumen. Dahinter war ein Lieferwagen, ein weißer Lieferwagen mit einem Blumenstrauß drauf und da stand der Name des Händlers, Enver Şimşek.
Den Blumenverkäufer konnte ich nicht sehen, aber ich habe zwei junge Männer gesehen, sagt er. Und in den Polizeiprotokollen sieht man immer, sahen die türkisch aus, sahen die arabisch aus, die Fragen der Polizisten. Und die Antworten, nee, die sahen aus wie Deutsche. Jedenfalls zwei junge Männer habe ich da gesehen. Die waren in Radlerklamotten, diese kurzen, engen Hosen. Die waren unmittelbar am Lieferwagen. Die Seitenschiebetür des Lieferwagens war auf. Die rechte Körperhälfte eines der beiden jungen Männer ragte ins Wageninneren, ins Dunkel hinein. Sein rechter Arm war ausgestreckt. Ich konnte sehen, dass der ausgestreckte Arm ruckartige Bewegungen machte. Dazu habe ich blechernde Geräusche gehört. Dieser Zeuge hatte ziemlich präzise die Schussabgabe beschrieben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Polizei hätte nicht schwadroniert vom Drogenmilieu, wofür es keine Hinweise gab, sondern stattdessen gesagt, wir ermitteln in alle Richtungen, auch in Richtung eines möglicherweise politisch motivierten Mordes. Wir suchen nach zwei jungen Männern mit folgender Beschreibung in Radlerklamotten. Im September 2000, als dieser Mord stattfand, hatten die angefangen, Banken auszurauben in Ostdeutschland. 3 oder 4 Banken waren schon ausgeraubt. Die Polizei dort suchte nach zwei jungen Männern, die immer auf Fahrrädern aufkreuzten. Gleichzeitig lief ja noch die Fahndung nach mundlosen Bürgern Schäpe. Wenn jetzt die Polizei in Nürnberg gesagt hätte, wir suchen nach zwei jungen Männern mit diesem Aussehen, in Fahrradklamotten, dann hätte doch vielleicht irgendeiner zusammenzählen können. Moment mal, es sind immer die Rede von zwei jungen Männern auf Fahrrädern. Wenn mundlos Böhnert und Schäpe in der Zeitung gelesen hätten, wir suchen und fahnden nach diesen beiden jungen Männern, vielleicht hätte das Eindruck gemacht, vielleicht hätte das dazu geführt, dass sie nicht weiter morden. Ich hatte gesagt, es gab so 3 Aspekte, die an allen mit Einschränkungen auch in Kassel Mordtatorten zu sehen waren. Das erste war die Kriminalisierung der Opfer. Und das haben wir erlebt überall. Einschränkungen in Kassel. Da sagt die Polizei heute, wir hatten doch keine Hinweise. Bei der Ermordung von Enver Şimşek 3 Zeugen. Bei der Ermordung von Havel Kilic in München 2 Zeuginnen. Bei der Ermordung von Ismail Yaşar in Nürnberg 5 Zeuginnen und Zeugen. Bei der Ermordung von Mehmet Kubaschik in Dortmund 4 Zeuginnen und Zeugen. Eine Zeugin beschrieb die beiden Fahrradfahrer, die sie gesehen hat, am Kiosk von Herrn Kubaschik. Der Polizeibeamte fragt, sahen die aus wie Türken? Antwort der Zeugin, nee, die sahen aus wie Nazis. Und jetzt kommen 140, 150 Beamtinnen und Beamte und sagen, ja, wir hatten noch keine anderen Hinweise. Das sind die Momente, wo ich am liebsten auf den Pult gehauen hätte. Wahnsinn. Wirklich ein Wahnsinn. Im nächsten Schritt wurden die Opferangehörigen beschuldigt. Die Handys, die Haustelefone von Witwen und Halbwaisen wurden abgehört. Die Autos der Witwen, der Kinder, des Bruders des Ermordeten wurden verwanzt. In einer Talkshow sagte Beckstein zu mir, die Polizei hat doch viel gemacht. Beckstein, der ehemalige Innenminister in Bayern. Ja, die Polizei hat viel gemacht. Aber sie hat alles gemacht in eine Richtung. Kriminalisierung der Opfer, der Opferangehörigen. Das sind 2 der Aspekte und der dritte ist eben Hinweise auf die wirklichen Täter ignorieren, weil sie eben nicht in das Ermittlungsbild, Tatbild passen. Ich hatte gesagt, man kann das an allen Tatorten, Einschränkung Kassel, nachvollziehen, aber man kann das auch nachlesen in den Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und es gibt eine operative Fahndanalyse vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Es gab insgesamt 3. Das ist die letzte operative Fahndanalyse. Bei einer operativen Fahndanalyse
werden Teams von Beamten zusammengezogen, erfahrene Kriminalisten, zum Teil Diplompsychologen, Polizeidienst. Und die sollen dann auf Grundlage der Beweise, die man hat, ein Täterprofil erstellen. Wer ist der Täter? Und das wurde halt von den der baden-württembergischen Polizei gemacht. Im Auftrag des LKA Bayern. Na, wir sind gleich fertig. Und dieses Papier, 200 Seiten stark, ging vom Stuttgart von der Polizei ins Innenministerium Baden-Württemberg, da hoch und runter, dann in die Bundesländern, wo es Morde oder Cesca-Morde gegeben hat, auch zum Innenministerium, zum Bundeskriminalamt. Es muss durch die Hände von Hunderten von Beamtinnen und Beamten gegangen sein. So, und diesem Papier, nochmal Ziel, wer könnte der Täter sein? Da steht dann drin, da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon auszugehen, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werteordnung von weit außerhalb stammen. Ich habe das ungelogen, diesen Satz gelesen, und dann dachte ich mir, das hast du falsch verstanden, lies ihn nochmal. Ich habe es 3, 4, 5 Mal gelesen, bis ich mir sicher war, dass das da steht. Wir Deutschen haben eine so überlegene Kultur. Bei uns ist es wirklich echt nicht in Ordnung, Menschen umzubringen. Das müssen Ausländer sein. Das ist das, was da steht. Und bei aller Brutalität dieses Satzes gibt es eigentlich sehr, sehr gut in wenigen Worten wieder, was die Polizei über Jahre hinweg gedacht hat. Jetzt kann man ja sagen, na gut, Ausländer, es könnte ja auch Schweizer gewesen sein, gemeint sein, oder Kanadier, Neuseeländer. Aber es geht weiter in dem Papier. Da heißt es, alle Opfer wurden öffentlich hingerichtet. Das deutet darauf hin, dass im Hintergrund ein Häuptling agiert. Steht da Häuptling. Dass es sich hier bei den Taten nicht nur um die Begleichung geschäftlicher Rechnungen handelt, sondern dass vielmehr im Hintergrund ein Häuptling agiert, dessen Ehre verletzt worden ist durch die später Ermordeten und der durch die öffentliche Tat, die Hinrichtung, seine verletzte Ehre wiederherstellen wollte. Wir wissen jetzt alle, wo der Hase hinläuft, oder? Mord, Ehre. Aber man muss es ja genau aufschreiben in dem Papier, damit auch der Begriffsstutzigste versteht, was wir jetzt gerade machen. Solche übertriebenen Ehrvorstellungen herrschen in Süd- bzw. Südosteuropa. Punkt. Erster Schritt, geht sicher, dass die Opfer selber irgendwie kriminell waren. Zweitens, dass die Täter auf gar keinen Fall Deutsche sein könnten. Und drittens, dass sie irgendwie aus Süd- oder Südosteuropa kommen. Und wenn man sich das Papier so anschaut, da stehen dann noch so Sachen drin wie, die und die Morde fanden statt in den Monaten zwischen Juni und September. Diese Monate sind Ferienzeiten in der Türkei. Und möglicherweise hatten wir es hier mit Auftragsmördern zu tun, die sozusagen nebenbei nur als Auftragsmörder arbeiteten, denn die kamen in den Ferien in der Türkei nach Deutschland zum Morden. Und diese Art von Annahmen, ich meine, dass man sowas Abwegiges als These behandelt, da kommen die Mörder von weit außerhalb in der Ferienzeit, anstatt auch mal auf die Idee zu kommen, nach dem Naheliegenden zu schauen. Sie werden überrascht sein, aber das FBI hat auch eine operative Fallanalyse geschrieben. Man weiß nicht so genau, das konnte man nicht feststellen, wieso die involviert wurden. Wahrscheinlich war es so, dass ein Beamter des Bayerischen LKA jemanden kannte beim FBI. Jedenfalls wurden dem FBI die Erkenntnisse übermittelt, die man so hatte. Also die haben nicht alleine ermittelt, sondern die haben die gleichen Informationen gehabt wie die deutsche Polizei auch. Und die haben dann auch nicht 200 Seiten geschrieben, das FBI, sondern die haben geschrieben irgendwie 11, 12 Seiten, von denen die Hälfte Tatortbeschreibung ist. Und die sagen Folgendes. So. Gehen Sie mal davon aus, dass es sich bei den Tätern um Männer handelt. Warum?
Naja, wir haben in unserer Datenbank irgendwie 50.000 Morde und Frauen begehen diese Art von Taten recht selten. Es ist so ein empirischer Blick. Geht man davon aus, dass diese Männer jung waren, Alter 25 bis 30. Warum? An den Tatorten war die Rede von Fahrradfahrern. Aha, das FBI, den Fahrradfahrern, okay. Die müssen mit Fahrrädern abgehauen sein und deswegen gehen wir davon aus, dass sie junge Männer sind. Diese beiden Männer kennen sich lange und gut. Sie vertrauen einander zu 100%. Alle Opfer der Ceska-Mordserie waren migrantisch, speziell türkisch. Das eine Opfer, Herr Bulgaridis, war Grieche, aber es könnte sein, dass er verwechselt worden ist mit einem Türken. Und dann kommt das FBI zur folgenden Empfehlung. Wir empfehlen der deutschen Polizei, sucht nach jungen Männern im Alter von 25 bis 30, die einen Hass auf Türken haben. Die Bundesanwaltschaft hat in diesem Verfahren jede kritische Frage am Polizeibeamten als Majestätsbeleidigung, als Beleidigung an den deutschen Rechtsstaat gebrandmarkt. De facto. Da ist ein Polizeibeamter, der damals betraut war mit den Ermittlungen im Fall Ismail Yaşar, dessen Tochter ich vertreten habe in Nürnberg. Die Reihenfolge der Befragung ist immer das gleiche. Erstmal fängt das Gericht an, der Vorsitzende vor allem. Der fragt sehr penibel. Nach 2, 3, 4 Stunden ist er durch. Dann wird das Fragerecht an die Bundesanwaltschaft weitergeleitet. Die fragen nicht viel, 2, 3 Fragen. Dann sind 4 Stunden, 5 Stunden schon vorbei. Keine einzige kritische Frage an den Beamten bislang. Dann bin ich mit der Befragung an der Reihe. Und dann frage ich, Herr Zeuge, laut Akten haben Sie am Tatort sofort Drogenspürhunde eingesetzt und angefordert. Warum? So eine Frage, das sagt der Bundesgerichtshof genauso wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, so eine Frage ist nicht nur zulässig, sondern geboten. Man muss auch nach den Ermittlungsmethoden fragen dürfen bei einem Mord. Das ist anerkannt. Und ich gehe davon aus, dass es die Bundesanwaltschaft auch weiß. Kaum habe ich die Frage gestellt, kommt dann einer der Bundesanwälte, der kommt und sagt, Herr Vorsitzender, wir beanstanden die Frage des Rechtsanwalts Dr. Daimler-Güler. Diese Frage hat nichts mit der Tat- oder Rechtsfolgenfrage der hier Angeklagten zu tun. Was nochmal juristischer Blödsinn ist. Natürlich darf ich diese Frage stellen. Ich muss sogar diese Frage stellen. Aber was passiert? Da sitzt der Zeuge. Rechts sitzen 3, 4 Bundesanwälte in ihren roten Roben. Vorne das Gericht. Das Gericht sagt, Herr Dr. Daimler-Güler, wollen Sie dazu Stellung nehmen? Ich sage, Herr Vorsitzender, diese Frage ist zulässig aus diesen und jenen Gründen. Wir sind gleich fertig. Dann geht die Bundesanwaltschaft wieder einen Klopf und sagt, Moment mal, aber so und so. Und dann entspinnt sich 20, 25, 30 Minuten ein Dialog über eine Frage, die ich gestellt habe. Was passiert da? Der Zeuge, der polizeiliche Zeuge, der wird immer entspannter. Der lehnt sich zurück, grinst vor sich hin. Der weiß, in diesem Gerichtssaal steht die Bundesanwaltschaft wie eine Eins hinter mir. Wie soll denn Rechtsfrieden einkehren, wenn wesentliche Fragen nicht beantwortet worden sind? Meine Mandantinnen und Mandanten fragen zu Recht und sie haben alles Recht der Welt, diese Frage zu stellen. Warum wurde unser Vater zum Tode verurteilt? Wer hat ihn auf die Todesliste gesetzt? Diese Fragen waren nicht willkommen im Saal. Fragen, die nicht willkommen sind, bekommen keine vernünftigen Antworten. Da darf man sich nicht wundern, dass am Ende eben ein großer Block mit offenen Fragen überbleibt. Wir müssen davon ausgehen, dass Helfershelfer, möglicherweise Mittäter, auf freiem Fuß sind. Dass sie auf freiem Fuß sind. Manchmal werde ich gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass sowas wieder passiert?
Und ich finde diese Frage einfach albern. Woher wissen wir denn nicht, dass es gerade jetzt passiert? Jeden Tag sterben Menschen. Manchmal erfährt man erst nach Jahren, warum und wieso. Als mich meine Kollegin, wir haben eingangs darüber gesprochen, Seda Bashai, im August kontaktierte und sagte, dass das Schreiben ist bei mir eingegangen, die Privatanschrift. Natürlich lag da schon der Gedanke nahe, dass hier eine Verbindung auch in den Staatsapparat vorliegen könnte. Anstatt eine ernsthafte Debatte zu führen, auch in der Politik, über das, was wir sein wollen, was wir tun müssen, um uns diesen Zustand zu nähern, wird bagatellisiert, wird verkleinert, Stichwort Einzelfall, das ist ein Einzelfall, das ist ein Einzelfall, das ist ein Einzelfall. Und vor allem, es wird so getan, als sei das alles, was geschehen ist, ganz, ganz weite Vergangenheit. Nein, die Themen, die wir in München behandelt haben, die waren vor dem NSU aktuell und die sind auch heute noch aktuell. Lassen Sie mich zum Ende kommen. Ich hatte gesprochen über die Rede der Bundeskanzlerin Februar 2012 vor den Opferangehörigen. Das war eine sehr, sehr überzeugende Rede. Ich habe mir die Rede dann später nochmal durchgelesen und mir ist aufgefallen, dass alles, was sie da sagte, richtig ist, aber die Rede trotzdem nicht richtig war, weil wichtige Teile fehlten. Das Wort Türke kommt in dieser Rede gar nicht vor. Da steht nur, die Opfer kamen aus der Türkei. Aber der Punkt ist der, diese Menschen wurden umgebracht, weil sie türkischstämmig sind. Es wurden doch keine Italiener umgebracht oder keine Spanier. Theo Bulgaridis wurde nach Lage der Dinge verwechselt. Und was unterscheidet den Türken, den türkischen Migranten, den kurdischen Migranten von dem Spanischen? Es ist die Religion. Es ist so einfach in der Politik, auch in den Medien, wir werden sehr, sehr schnell Unterstützung erfahren, wenn wir sagen, oh, diese Nazis, diese Skinheads, die sind ganz schlimm. Aber in dem Moment, wo wir anerkennen, dass der Rassismus der Täter eng verzahnt ist mit der Islamophobie der Täter, und wir dann die Frage stellen, wie ist es denn mit der Islamophobie in der Gesellschaft bestellt? Wie hat die sich entwickelt in den letzten Jahren? Wir doch dann zur Antwort kommen müssen, wenn es um Islamophobie geht, müssen wir nicht in Neonazi- und Skinhead-Kreisen suchen. Es reicht, wenn wir uns selber anschauen. Es reicht, wenn wir unseren Partner anschauen. Es reicht, uns zuzuhören, was die Kollegen und die Kommilitonen so sagen. Wir entdecken, dass der Rassismus, dieser spezifische Rassismus, eben nicht begrenzt ist, ganz weit weg bei den Nazis. Hardcore-Nazis, so ein tiefer Wurzel ist bei uns selber. Es ist ein sozial akzeptierter Rassismus. Und wir haben in Deutschland das Problem, dass wir immer Nazi und Rassist synonym verwenden. Aber das ist falsch. Jeder Nazi ist ein Rassist. Aber nicht jeder Rassist ist ein Nazi. Herr Sarrazin, ich habe keinen Anlass zu glauben, dass der Sarrazin Nazi ist. Aber dass er Rassist ist, dass er ein islamophober Rassist ist, dessen bin ich mir sicher. Und wenn wir eine ernsthafte Debatte haben wollen in Deutschland, eine ernsthafte Debatte haben wollen über unseren Zustand, über das, was wir sein wollen, wo wir hingehen wollen, dann müssen wir auch über diese Art des Rassismus sprechen und anerkennen, dass dieser Rassismus in der Mitte unseres Landes einen festen Fuß hat. Abschließend, natürlich haben wir es beim NSU mit einem Polizeiversagen zu tun. Wir haben es auch mit einem Medienversagen zu tun. Natürlich. Das Wort Dönermorde ist eine Erfindung einer Zeitung, nicht eine Erfindung der Polizei. Aber wir haben es auch mit einem Versagen der Gesellschaft insgesamt zu tun. Wo war denn die Gesellschaft, wenn jede Woche berichtet wurde, jeden Monat oder alle 3 Monate? In Dortmund und in Kassel gingen 4.000, 5.000 Menschen auf die Straße, überwiegend Migranten und junge Leute von der Antifa. Und das war's. Und ich möchte das gar nicht so abstrahieren, wo
war die Gesellschaft, sondern ich habe mich selber auch ganz persönlich gefragt, als mich meine erste Mandantin angerufen hatte, wo warst du eigentlich? Ich saß damals im Bundesvorstand der FDP. Das ist nicht das wichtigste Amt der Welt. Ich bin auch ausgetreten vor Jahren, aber damals war ich noch da drin. Ich hätte natürlich was machen können. Ich hätte zu einem der Abgeordneten gehen können. Ich hätte zu dem Innenminister von NRW gehen können, der da auch in dem Gremium saß. Einmal im Monat haben wir uns getroffen. Und bei mir war es sogar noch etwas gravierender, denn wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war oder mit meinen türkischstämmigen Freunden, es war für uns immer klar, dass es Nazis sind. Wir haben dann gar nicht mal diskutieren müssen. Auch ich nicht. Ich war mir sicher, dass es Nazis sind. Und deswegen doppelt gestellt die Frage, was hast du eigentlich gemacht damals? Und ich habe nichts gemacht und das Nichtsmachen war Resultat einer bewussten Entscheidung. Denn ich wusste zweierlei. Zum einen, dann gehst du zum Innenminister von NRW, sagst, ihr müsst mal stärker in Richtung Nazis gucken und dann nach 3 Wochen oder 3 Monaten stellt sich heraus, es gibt doch diese türkische Drogenmafia. Dann hätte ich mich blamiert. Es war so ein bisschen Furcht. Aber vor allem war es doch Opportunismus, denn ich wollte doch damals noch in der Politik was werden. Ich wollte was werden. Und über Rassismus zu sprechen auf dem Parteitag, das kostet Stimmen. Das bringt keine Stimmen. So, und diese Mischung aus ein bisschen Feigheit und viel Opportunismus. Eine wirklich beschissene kleine Mischung. Das ist so die Grundlage meines persönlichen Versagens. Manchmal werde ich gefragt, was haben wir aus dem NSU gelernt? Weiß ich nicht, ob wir was gelernt haben. Ich weiß nur für mich persönlich, ich will nicht noch einmal persönlich aufwachen mit dem Wissen, so kläglich versagt zu haben. Ich habe um Vergebung gebeten bei meinen Mandantinnen und Mandanten und das war deren Großzügigkeit, dass sie mir vergeben haben. Aber ich möchte nicht mehr die Klappe zuhalten. Ich möchte das Wort erheben, im Kleinen wie im Großen. Wenn ein Mensch mit dunkler Hautfarbe vom Polizeibeamten in meiner Gegenwart einfach geduzt werden. Wenn eine Sinti-Frau in der Bonner Einkaufsstraße, nur weil sie bettelt, von einer Frau mit Hermes-Tuch und Perlenkettchen beschimpft wird. Ich will die Klappe aufmachen. Und ich will die Klappe vor allem dann aufmachen, wenn es sich um Menschen handelt, die nicht so sind wie ich. Ich glaube, dass dieses Land ein starkes Wertefundament hat. Das Grundgesetz ist ein großartiges Dokument, aber in all seiner Stärke ist es auch wahnsinnig zerbrechlich und verletzlich. Diese paradoxe Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit erklärt sich dadurch, dass all das, was in der Verfassung steht, all das, was wir an Verfassungsordnung haben, zum Scheitern verurteilt ist, wenn es nicht genug Menschen gibt, die sich einsetzen und engagieren. Im Kleinen wie im Großen, dass wir uns nicht begreifen, jeder für sich selber und jeder ist ein Mann AG. Dass wir diese Verfassung dann mit dem Leben füllen können, wenn wir solidarisch sind. Wir müssen solidarisch sein, gerade mit den Menschen, die anders sind als wir. Und solidarisch sein mit den Schwachen. Ich kann nicht ruhigen Herzens schlafen im Wissen, dass jeden Tag, jeden einzelnen Tag des Jahres 5 bis 10 Menschen im Mittelmeer ertrinken. Ich will nicht schweigen über den Sexismus, Homophobie, Antisemitismus. Ich will nicht schweigen, weil ich weiß, dass all diese Phänomene das Leben von uns allen vergiften. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel heute Abend so viele Menschen zusammengekommen sind zu diesem Thema, das gibt mir sehr, sehr viel Zuversicht und Kraft, dass ich nicht alleine bin. Und ich hoffe, dass wenn Sie nach Hause gehen, dass Sie wissen, dass Sie auch nicht alleine sind. Und wenn wir das realisieren, dass wir nicht alleine sind, dann gibt mir das Hoffnung. Ich finde, dieses Land ist es wert, diese Verfassungsordnung ist es wert, dass wir kämpfen. Jeden Tag. Vielen Dank.